Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir eine ganz klassische Nummer. Ein Züricher Geschnetzeltes oder wie man eigentlich sagen, korrekterweise sagen müsste, Geschnetzeltes Züricher Art. Für das Geschnetzelte Züricher Art, also ein echtes Züricher Geschnetzeltes ist immer vom Kalb, okay? Und sobald es eine Abwandlung ist, also entweder mit Schweinefleisch oder mit Rindfleisch oder mit Hähnchen, was ihr übrigens immer so machen könnt, wie ihr das gerne mögt, ist es immer Züricher Art. So wie mit Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel ist grundsätzlich vom Kalb, ist es Wiener Art, ist es irgendein anderes Tier. Okay, wir haben jetzt hier in unserem Fall Rindfleisch genommen, weil ich persönlich Rindfleisch gerne mag. Wir brauchen außerdem für das Züricher Geschnetzeltes Weißwein, etwas Sahne, Butter und Champignons. Und das Züricher Geschnetzeltes ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Ich esse das so gerne. Mit Rösti oder mit Spätzle. Schmeckt, ich finde, ganz fantastisch. Und es ist vor allem tatsächlich sehr, sehr schnell gemacht. Weißwein ist tatsächlich notwendig in diesem Rezept. Ihr könnt es natürlich auch abwandeln. Dann lasst den Weißwein weg und nehmt etwas Fond. Also Rinderfond, Kalbsfond, Hühnerfond, was auch immer ihr gerade da habt, könnt ihr auch nehmen. Aber eigentlich kommt da gar kein Fond rein, sondern tatsächlich ist das eine ganz, ganz fixe Nummer. Fleisch ist geschnitten, geht zum Metzger eures Vertrauens. Nehmt bitte ein Fleisch, was man auch rosa gebraten als Steak essen kann, ja? Und nicht irgendein Gulasch oder ähnliches. Ja? Dann braucht ihr Zwiebelwürfelchen. Ich habe jetzt hier eine Schalotte genommen. Ihr könnt aber auch eine kleine feine Zwiebel nehmen. Das ist wurscht. Pilze. In das Originalrezept gehören Champignons, und zwar die weißen. Der Unterschied zwischen weißen und braunen Champignons ist tatsächlich nur, dass die einen Licht bekommen haben und die anderen nicht. Ne? Also die weißen Champignons sind Höhlenchampignons, also sind im Dunkeln gezüchtet worden, und die anderen, die braunen Champignons, haben etwas Licht abbekommen, dann werden sie halt heller. Ne? Okay. Beim Züricher ist es so, da werden die Champignons in Scheiben geschnitten. Könnt ihr aber auch, nicht ganz lassen bitte, ne, aber ihr könnt sie halt auch nur vierteln, wenn ihr das gerne möchtet. Aber klassisch sind es Scheiben. Auch mal einen ganzen dazwischen lassen. Man sieht, dass es keine, bitte keine Dosen-Champignons sind. Das ist, ich dachte, das ist keine Dosen-Champignons. Auch nicht in der Not. Dann lieber getrocknete. Haben mehr Aroma. Okay, das war's schon. Dann gehen wir einmal rüber zur Pfanne, beziehungsweise machen die Pfanne an. Ich habe jetzt ein kleines bisschen Öl in die Pfanne gegeben und das Fleisch geht jetzt rein. Versucht das so hinzulegen, dass es wirklich einmal schön anbrät, und ihr sollt es bitte nur anbraten, nicht durchbraten in der Pfanne, okay? Das ist jetzt nicht ganz unwichtig. Etwas Salz. Bitte haben Sie keine Angst vor Hitze, meine Damen und Herren. Das ist gar nicht so schlimm. Wir braten das jetzt einmal an. Scharf. Nehmen es heraus. Stellen es zur Seite. Und dann kommen die anderen Zutaten dazu. Und wir machen aus quasi nichts eine wirklich leckere Soße. Also, ihr braucht dafür keinen Tomatenmark. Ihr braucht keinen Senf. Ihr braucht keinen Fond. Das braucht ihr alles nicht. Ihr habt alles da, was ihr dafür braucht. Deswegen ist das so ein schnelles und leckeres Gericht. Ja? Ja, und ihr seht jetzt, das Fleisch ist hier schön karamellisiert, ne? Hat eine schöne Farbe gekriegt. Und raus damit. Liegen lassen. Jetzt gehen wir zurück mit der Hitze. Brauchen nur noch jetzt eine moderate, mittlere Hitze. Wir geben jetzt Butter dazu, einen Esslöffel.
Und wir brauchen die Champignons nicht bei voller Hitze, sondern nur, wir wollen die nur ein kleines bisschen anschmoren oder anbraten. Und Champignons haben sehr viel Wasser und das Wasser wird jetzt quasi aus den Champignons herausgeholt. Dann kommen die Zwiebeln dazu, gehen jetzt gleich auch wieder hoch mit der Hitze. Also es bleibt spannend hier. Das war übrigens eins meiner ersten Gerichte, was ich alleine gekocht habe. Ja, wirklich, ist kein Scherz. Das war eins der ersten Gerichte, was ich ganz alleine gekocht habe, ohne dass irgendein Ausbilder in der Nähe gewesen ist oder so, wo ich gesagt habe, okay, das traue ich mir alleine zu, das schaffe ich. Ja? War ich stolz. Boah, war ich stolz. Also ihr seht jetzt schon, die Champignons haben sofort Farbe gekriegt, natürlich durch die Butter. Wir sind mit der Hitze hochgegangen, jetzt kommen die Schalotten dazu. Jetzt auch bitte nicht weggehen, ihr bleibt jetzt bitte die ganze Zeit dabei. Holt euch auch schon mal die anderen Zutaten dazu. Den Weißwein, trockenen Weißwein bitte verwenden und Sahne. Und ihr könnt natürlich auch Kochcreme verwenden, die ein bisschen weniger Fett hat, aber nehmt die Sahne. Also ihr esst das ja nicht jeden Tag. Die Zwiebeln sind karamellisiert, die bekommen Farbe. Und genau in diesem Garprozess nehmt ihr jetzt 100 Milliliter Weißwein. Ihr lasst den Weißwein so weit verkochen, dass ihr diesen penetranten Weißweingeruch nicht mehr in der Nase habt. Ne? Also das ist so, wenn das anfängt, so ein bisschen einzudicken. Schau mal hier, entschuldige bitte. Das wird so ein kleines bisschen dickflüssiger. Okay? Und genau da rein, in diesen Prozess jetzt, gebt ihr 200 Milliliter Sahne. Das lasst ihr jetzt so lange kochen, bis die Sahne eindickt. Dann gebt ihr das Fleisch wieder dazu und serviert es. Fertig, mehr ist das gar nicht. Jetzt sieht man das, dass die Blasen so ein bisschen kleiner werden, die sind nicht mehr so groß. Und die Soße ist, ohne dass wir sie abgebunden haben, dickflüssig geworden. Und jetzt geben wir wieder in diesen Prozess, geben wir Schnittlauch. Ihr könnt auch Petersilie nehmen. Gebt ihr einfach dazu ein kleines bisschen was Grünes, was Frisches. Bitte keine Frühlingszwiebel. Ja, wenn dann Schnittlauch. Und jetzt gebt ihr das Fleisch wieder zurück mit dem Saft, der auf dem Teller ist. Und ich schwenke das jetzt einmal, nicht erschrecken. So. Und das, meine Damen und Herren, ist ein klassisches Züricher Geschnetzeltes. Wenn ihr jetzt natürlich keinen Kalb habt, nehmt ihr irgendetwas anderes. Nehmt Rind, nehmt Hähnchen, nehmt Schweinefilet, aber der Rest, die Soße, ist immer gleich. Und wenn ihr ein schnelles Essen haben wollt, Entschuldigung, schneller geht's gar nicht. Okay, wir probieren das jetzt, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.